Hallöchen, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen wieder im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und bei mir auf dem Birkenhof auf der französischen Map. Ja, wir haben das letzte Mal jetzt im Stream vorhin Pferde gekauft. Schön, freue mich drüber. Und das war ein toller Stream wieder. Es war so schön mit euch und ich freue mich über 40 Daumen. Das ist das allererste Mal, dass ich 40 Daumen bekommen habe. Wahnsinn. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an alle. Ihr seid einfach super. So, ich fange jetzt an, die Pferde zu versorgen. Ich habe bereits einen Traktor genommen und den Anhänger dann dahingestellt am Silo da oben. Ich habe bereits Hafer geladen und da gehen wir jetzt hin und werden den Hafer holen. Ich habe auch mittlerweile hier oben auf der Wiese einen Traktor am Fahren und zwar, jetzt muss ich erst mal gucken, wo der steckt. Ich sehe ihn gar nicht. Ich hoffe mal, der ist nicht irgendwo verschütt gegangen. Ich bin hier am Striegeln. Moment, 100% gedüngt heißt es direkt. Aber wo ist denn der Gute? Müssen wir mal durchswitchen. Ach hier, der war nur nicht zu sehen. Okay, ja, aber es geht hier so ein bisschen bergab. Also das läuft hier, das funktioniert tadellos. So, und hier habe ich Hafer geladen. Und den bringen wir jetzt zu den Pferden. So viel werden die vielleicht gar nicht brauchen, aber mal schauen. Es sind ja nur zwei. Ich werde mit der Zeit vielleicht noch zwei dazu holen oder auch drei. Mal gucken. 8 Pferde passen in den Stall. Aber schön langsam anfangen. Ich habe ja noch einige andere Pläne. Und einiges davon werden wir auch gleich jetzt noch machen. Dann nehme ich euch mit dazu. Oh, ich stehe ganz, ganz toll mit meinem kleinen Moped da. Das ist gerade überhaupt nicht gut. Das müssen wir erstmal wegstellen. So, da kann das Fahrzeug erstmal stehen. Und jetzt haben wir hier freie Bahn für die Sachen, die wir jetzt hier erledigen müssen. Schauen wir mal gleich ab. Ah, der Trigger ist schon erreicht. Dann kippen wir mal ab. Oh, mehr brauchen sie nicht. Na gut, sind 2 Stück. Sind ja nur 2 Pferdchen. Doch, es geht noch was. Ach, der Trigger war nicht richtig fest. Der war nicht gut erwischt. Oh, klappt das mit dem Dach? Ja, höher ging es nicht, brauchte es nicht. Der Hänger ist leer. Donnerwetter. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay. Da schaue ich mal schnell in die Unterlagen. Ich weiß ja gar nicht, wie viel sie jetzt dann Gesamteffektivität. Strom müssen wir noch holen, habe ich auch. Basisfutter. Und ja, okay, da müssen wir noch mehr holen. Also den Hänger hätten wir können aufstocken auf die halbe Höhe. Na, ist egal. Das macht nichts. Kann man immer noch machen. Da holen wir noch mal Hafer. Da sollte noch welcher da sein. Oh, jetzt fahre ich hier durch die Büsche. Naja. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Hafer. Das nutzt nichts. Das muss schon sein. Oder ich nehme erstmal Heu. Das haben wir jetzt auch drin. Mal gucken, wie es dann aussieht. Na, noch ein Stück. So, ich glaube, so reicht es aus. Ja, schauen wir mal. Müsste klappen. Nee, Weizen braucht man nicht. So, geht alles rein in das Silo. Was war das eben? Stroh. Können wir ja auch gleich machen. Brauchen wir ja auch noch. So. Oh, oh. Ich bin mal wieder viel zu stürmisch. Oh, weia, weia, weia. Der Traktor ist für diesen kleinen Anhänger viel zu kräftig. Ja, ich will mir noch so einen kleinen Hoftraktor anschaffen. Das ist, glaube ich, das Beste.
So, ich fahre jetzt gleich noch ein Stückchen vor. Ist besser. So. Mal gucken, wo das Stroh auftaucht. Ah, das ist gut. Hier drinnen im Stall. So habe ich das gerne. Und nicht auf der Wiese wie im 19er. Supi. Das ist jetzt klasse. Das gefällt mir. So, komm mal ein Stück zurück. Da fahren wir nicht wieder durch die Büsche. So. Jetzt holen wir noch Heu. Und in den Unterlagen stand auch noch was drin. Ah, du bist fertig. Okay. Von Wasser. Da muss ich dann mal gucken, wo da der Trigger ist, wo ich das überhaupt hinliefern muss. Heu. Jawohl. So. Das ist doch super. Jetzt haben wir Pferde. Die haben nur noch keine Hirse, aber also ohne Hirse kommen sie erst mal zurecht. Alles andere ist ja dann da. Das sieht ja interessant aus. So, jetzt werden wir noch mal in die Unterlagen schauen. Okay. Es ist noch nicht alles. Wir müssen noch mehr liefern, ganz genau. Zum Basisfutter gehört halt noch diese Hirse. Also hier Sorghum, sagen sie dem. Aber das ist eine Hirseart. So, Heu müssen wir noch mehr haben. Und Hafer auch noch mal. Ich würde sagen, holen wir beides noch mal. Das ist ja gar kein Thema. Das machen wir eben. Aber sie sind schon mal versorgt. Das ist gut. Das ist ein gutes Gefühl. So. Das ist übrigens das Multisilo von Fat Action. Das ist schon klasse. Mir gefällt vor allen Dingen, dass es eine Überdachung hat. Das ist super. So, da werden wir mal. Na, nehmen wir gleich nochmal Heu. Ich werde mir den Hänger nochmal mit zum Händler nehmen. Der wird also aufgestockt. Das, wenn zwei Pferde schon so viel brauchen, na denn alle. Achtung, das kann ja heiter werden, wenn ich mir da mehr Pferde anschaffen möchte. Also vorläufig dann erstmal nicht. Nur die zwei, damit sie sich gegenseitig haben. Das ist in Ordnung. Nur eins wollte ich nicht. Aber die zwei, das reicht ja erstmal. So, jetzt will ich hier mal was machen. Die Anzeige weg. So. Ja, so geht's nicht. Muss ich anders machen. Ja, so vielleicht. Ich brauche ja noch ein Foto, ne? Vielleicht doch so. Ja, mal schauen. Da sind sie. Shaggy kommt schon da an. Ja, ja, Shaggy. Rennt immer im Kreis da, hä? Hast du Langeweile, Shaggylein? So, zurück. Jetzt holen wir nochmal eine Ladung Hafer. So, noch ein Stückchen. Okay. Nee, jetzt brauchen wir Hafer. Moment, da war er schon. Alles klar. Also Hafer müssen wir fleißig anbauen. Die Wiese müssen wir pflegen. Hirse müssen wir anbauen. Und Getreide für Stroh.
Ja, das kriegen wir alles gut hin. Stroh habe ich ja schon einiges auf Lager. Ich habe hier schon geerntet gehabt. So, jetzt wollen wir mal schauen. Na also, das ist doch schon mal gut. Die Effektivität, die ist schon mal fast ganz vorn. Dann lasse ich das jetzt so, das reicht dann erstmal aus. Das ist in Ordnung. Stroh ist auch in Ordnung soweit. Okay. Tägliches Reiten, das hat bei Schecki schon alles ausgemacht. Na, guckt es euch an. Bei ihm Sauberkeit. Ach, Moment mal. Doch, tägliches Reiten ist das. Sauberkeit. Wieso ist die hier auf 0? Das ist ja komisch. Die muss auf 100% sein. Denn da ist ja noch gar nichts versaut. Naja, die Anzeigen, die stimmen wahrscheinlich noch nicht so hundertprozentig. Das ist egal. Ich weiß jedenfalls, dass die Tiere versorgt sind. Moment, wegen Wasser war doch noch was. Wasser ist gar nicht dabei. Das steht nur hier unten. Benötigen Sie Wasser. Das haben Sie wahrscheinlich automatisch. Umso besser. Da brauche ich mich um Wasser nicht zu kümmern. Okay. Dann ist das in Ordnung. Aber das hätten sich anders einfallen lassen können. Ich hätte hier gerne auch Wasser hergefahren. Das macht man ja schließlich gerne. Das macht mir Spaß. Uiuiuiui. Ich gehe aber ruppig mit dem kleinen Anhänger um hier. So, jetzt machen wir was ganz, ganz anderes. Wir brauchen jetzt nämlich das Landschaftstool. Und dann werde ich vor euch eine Fläche ebnen, um Unterstände zu bauen. Das habe ich mir vorgenommen. Und das werde ich machen. Jetzt müssen wir den hier erstmal befreien von seinem Gerätschaften. Ja, alles gut. Von seinem Striegel. Die Wiese ist behandelt. 100% gedüngt. Sehr schön. Den Heu brauchen wir hier noch. Aber wie gesagt, die Wiese scheint auszureichen. Erstmal jetzt für die zwei Pferde. Das ist völlig in Ordnung. So, den lasse ich jetzt auch erstmal hier stehen. Das kann ich auch später alles noch verräumen. Die Zeit rennt schließlich. Und ich möchte jetzt noch was schaffen mit euch zusammen. Ne? So, aussteigen. Und vor allen Dingen hier drüben auf der Seite stehen bleiben. Das ist wichtig. Sonst bin ich mir selber im Weg. So, jetzt geht's los, Leute. Baumenü. Ich habe mir das ganz genau überlegt. Ich werde erstmal malen. Asphalt. So. Und zwar werde ich dieses Feld hier ein Stück kürzen. Das ist jetzt halt so. Und das ist auch gar kein Problem für mich. So, erstmal ein bisschen größer machen diesen Stempel mit M. Ein bisschen höher scrollen. Geht das noch größer? Ja, so ist es okay. Ich würde mal sagen, Moment, wie ist das hier? Okay, dann setze ich das hier an. Ja, genau, so mache ich das mal. Jetzt muss ich hier ganz vorsichtig sein. Ich weiß nicht, nach welcher Seite der ausschlägt. Ich gehe mal mehr nach rechts, falls das links ist. Nee, es war nicht links. Also, können wir hier noch ein kleines Stück nach rechts gehen, nach links rüber gehen. Das war natürlich zu weit. Naja, das ist immer so eine Sache, weil man das nicht wirklich richtig sehen kann. Es ist einfach gar nicht gut. Das war jetzt gut. So, wie weit haben wir es jetzt? Einen brauche ich noch circa, würde ich mal sagen. So, das ist gut. Und dann gehe ich hier rüber.
damit wir erstmal die Fläche sehen. Und dann wird die behandelt. Erstmal bis dahin. So. Okay, jetzt muss ich hier noch vorkommen. Okay, das hat gut geklappt. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Das klappt nicht immer so. So, hier vorne ist es jetzt egal, wenn es ein bisschen drüber weggeht. Da muss sowieso einiges weg. Aber nicht alles. Jetzt muss ich wieder aufpassen. So wie ich mir das jetzt vorgenommen habe, muss ich jetzt aufpassen. So, das ist gut. Jetzt können wir das färben. So, das ist der Beginn von der ganzen Geschichte. Jetzt habe ich schon wieder mal falsch gedreht. Und nochmal. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken, hier vorne. Das muss natürlich auch. So, weiter brauchst du nicht. Das ist in Ordnung. Jetzt muss ich das Landschaftstool Formen verwenden. Zuerst werde ich glätten. Mit M den Stempel wieder größer. Noch ein Stück. Na, ist fast zu groß. Aber ich mache den jetzt eckig, dann sehe ich es ab. Ja, es kann den nur mal kleiner. Also mit N wie Nordpol noch mal kleiner. Bin gerade am Überlegen. Nee, ich mache ihn doch groß. So. Und da habe ich einen Tipp für euch. Was jetzt wirklich ausschlaggebend mit ist, habe ich festgestellt. Wenn man zu langsam über diese Flächen fährt, kann man sie viel zu schnell total verformen. Beim Glätten jetzt noch nicht unbedingt, aber auch da macht es schon was aus. Nachher, wenn ich dieses Tool verwende, dann ist das ganz wichtig, nicht zu lange auf einem Platz zu bleiben, sondern zügig drüber zu fahren. Das werdet ihr dann sehen. Ich werde jetzt erstmal glätten hier. Das hat jetzt nicht allzu viel zu sagen. Beim Glätten verstört man auch noch nichts. Das passiert bei dem anderen Tool nachher. Jetzt muss ich das mal ein bisschen so machen, dass ich alles sehe. Moment. So, jetzt. Ich gehe dann einfach hier rüber. Da kann man jetzt bis ins Grün reingehen. Das schadet dem nicht. Und es ist natürlich so, dass vom höchsten Punkt aus dann die Angleichung stattfindet, wenn ich jetzt hier links die höhere Seite zuerst verwende. Aber das ist kein Problem. Ich habe das jetzt einfach erst absichtlich so gemacht. Dann fahre ich nochmal von hier, von vorn, in diese Richtung, glättend drüber. Das ist wichtig. Ich habe gemerkt, dass sich das tatsächlich auswirkt. Das ist einfach schon ein bisschen so Grund drinne. Und wenn man dann erst, wenn man erst glättet, habe ich festgestellt. Jetzt werde ich das mal ein bisschen runterscrollen. Ich will mal gucken. Also dieser Höhenunterschied hier vorne hat schon deutlich abgenommen. So, das wollte ich jetzt wissen. Jetzt gehe ich in das andere Tool. Und zwar von Glätten in Bodenanpassung. Und da ist Vorsicht geboten. Das kann ich euch also wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr das verwendet, dann ist es auch wichtig, von welcher Seite ihr ausgeht, damit ihr die richtige Höhe erreicht. Das Glätten jetzt, das ist so viel wie alles erstmal schon ein bisschen verdichten. So muss man sich das fast vorstellen, habe ich gemerkt. Und jetzt setze ich wirklich hier an und gehe vorsichtig, aber zügig mit der linken Maustaste drücken. Hier oben kann man das sehen im Menü. Ja. Die linke Maustaste ist Bodenanpassung. Und da muss man das jetzt praktisch vorsichtig machen. Anpassung heißt, verändert sich echt. Wenn man jetzt zum Beispiel hier heben und senken geht, das ist nochmal ganz wichtig, da muss man dann genauso divisil sein und nicht gleich die stärkste Stärke einstellen. Das kann man verändern, indem man auf L drückt. Passt mal auf, da wird die Farbe dunkler in dem Stempel. Und also ringsherum heller. Bis zu einem gewissen Grad kann man das machen. Ich bleibe, habe ich festgestellt, auf dem geringsten Grad und gehe mit K wieder zurück.
in die Ausgangsstellung. So, jetzt nehme ich den Stempel und fahre hier zügig einfach hier drüber. Und schaut mal, was sich da hier links schon ergeben hat, durch dieses dieses schnelle Rübergehen. Da kann man ganz, ganz schnell verkehrt sein. Deswegen nie lange auf einem Ort bleiben. Dann lieber mehrfach drüber und einfach immer in geraden Linien, zack, zack, ratzfatz drüber. Seht das? So, ich will noch ein Stück weiter nach links, natürlich nicht allzu weit. Also gehe ich nochmal ran. So. Okay. So, das sollte jetzt reichen. Jetzt gehe ich von hier vorn aus nochmal in diese Richtung auch drüber. Und auch nicht zu langsam. Dann entstehen nicht so viele total tiefe Dellen. Das habe ich festgestellt. Shorty, das musst du auch gut beachten, wenn du bei dir wirst anfangen. So, jetzt gehe ich hier vor. Ja, jetzt habe ich schon wieder zu lange auf einem Ort festgestanden hier. Seht ihr das? Da ist sofort sehr viel runtergegangen. Das wollte ich gar nicht. Da gehe ich jetzt nochmal auf Kletten, damit es nicht noch mehr passiert. Das reicht jetzt genauso aus. So, wenn man hier praktisch angepasst hat, muss man nochmal drüber kletten. Das ist ganz wichtig. Dann werden die Seiten und alles, wenn noch ein bisschen sowas am Rillen oder kleinen Sachen, Unebenheiten und so sind, die werden durch das Kletten jetzt nochmal beseitigt. So, auch wieder von allen beiden Seiten. Das ist ganz wichtig. Sonst kriegt man eine nicht richtig gerade Fläche hin. Da entstehen wirklich Rillen. Und das merkt man dann beim Fahren mit dem Traktor. Ich prüfe das immer mit dem Fahrzeug, wenn ich so eine Fläche gemacht habe. So, das hätten wir schon mal soweit. Jetzt werde ich mal schauen. Das ist hier ein bisschen zu rund. Ich mache den Stempel etwas kleiner. Mit dem V. Nee, Quatsch, mit dem V machen wir rund. Mit dem N machen wir kleiner. So war das. So, ich muss jetzt nochmal hierher auf Angleichen, also auf Bodenanpassung sozusagen. Ich muss die Rundung hier noch ein bisschen rauskriegen. Die will ich nicht haben. Na, mit dem W muss ich hin da. So. Jetzt brauche ich nicht mehr ganz rechts gehen. Jetzt gehe ich von hier aus, weil hier ist die Höhe, die ich hier haben will, sowieso auch da. Und ich fahre jetzt nochmal hier ran. Mit dem kleineren Stempel. Da kann man diese Rundung ein bisschen wegnehmen und immer schön zügig gehen. Nicht zu lange auf einem Ort bleiben. Wenn ihr angekommen seid am Ziel, wo ihr hinkommt, direkt die Maustaste loslassen. Ja? Ich fahre da ran mit gedrückter Taste und wenn ich da ankomme, wo ich hin will, sofort loslassen. Dann kann nicht viel schief gehen. Ist eine Übungssache. Das kriegt ihr alles hin. Das könnt ihr auch, wenn ihr das probiert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unter die Videos. Kein Thema. So, jetzt haben wir hier ein bisschen eine Ecke eingearbeitet, die ein bisschen zu tief ist. Da ist jetzt wieder das Kletten angesagt. Da gehe ich natürlich wieder mit einer Nummer größer. Und da stelle ich mich jetzt mal einen Moment drauf. Und da füllt sich das auf. Kurz drücken, wieder loslassen. Und wenn man dann das hat, was man will, ist es in Ordnung. In dem Moment lässt man dann los. Jetzt gehe ich nochmal klettend hier drüber, weil ich hier vorne ja nochmal rumgefuhrwerkt habe mit dem anderen Tool. So. Jetzt sieht das schon mal ganz annehmbar aus. Nochmal von vorn schauen. Ich gehe vorsichtshalber nochmal von der Seite nach hier. Damit wirklich alles in einer Ebene richtig ist, weil das ist wichtig zum Bauen. Sonst klappt das mit dem Bauen nicht so gut. So, jetzt probiere ich mit dem Traktor aus, wie sich das fährt. Welchen nehmen wir denn da mal? Den kleinen hier. Hänger abhängen. So. Klar, Motor an, logisch. Na komm schon, schalt nicht so lange. Die Zeit rennt. Zack, 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 zack. So, jetzt fahren wir da mal ab. Es sind keine holprigen Stellen. Sehr schön, das ist gut. Also das ist immer ein Zeichen, dass es gelungen ist. Also ich habe das oft erlebt am Anfang, wo ich zu langsam mit der
mit dem Tool über die Flächen gegangen bin, da habe ich das oft gehabt, dass ich Dellen hatte und Buckel, die man gar nicht auf den ersten Blick sehen konnte. Wie ist das hier? Hier scheint das auch zu funktionieren. Okay, das ist ja schon mal klasse. Da haben wir den ersten Part geschafft. Die Zeit ist aber leider um jetzt. Und ich werde jetzt erstmal das Video beenden, meine lieben Zuschauer. Beim nächsten Mal geht das dann weiter. Versprochen. Und ich nehme euch auch wieder mit dabei, damit ihr zuschauen könnt, wie ich das mache hier. Okay? In dem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüssi für heute. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Das würde mich riesig freuen. Oder auch einen Kommentar, wenn ihr noch eine Idee habt oder eine Frage habt. Gerne. Ich beantworte jeden Kommentar. In dem Sinne sage ich jetzt Tschüssi, eure Marietzel.